Hallo und guten Tag, mein Name ist Raimund von Helden, ich bin Hausarzt, Allgemeinmediziner und Diabetologe und ich möchte heute etwas zur Zuckerkrankheit sagen. Zuckerkrankheit unterscheiden wir ja in Typ 1 und Typ 2, deshalb heißt der Vortrag, warum gibt es immer mehr Diabeteskranke, sowohl Typ 1 als auch Typ 2? Und wie der Mangel an Sonnenlicht krank macht und Vitamin D hier helfen kann. Vitamin D ist im Blick auf die Zuckerkrankheit wie eine Brücke aus Naturstoffen. Wir kommen über diese natürliche Brücke in eine Welt mit weniger Krankheiten. Schauen wir einmal hin. Das ist hier der Vortrag vom 2. Halbjahr 2013. Da wurde ich eingeladen, hier in der Selbsthilfegruppe diesen Vortrag zu halten. Das waren meine Ansprechpartner. Es war in Finnentrop. Zunächst der Teil 1 der Frage. Warum gibt es mehr Diabeteskranke Typ 1? Dann im Weiteren frage ich mich, warum gibt es so viele Kranke mit Typ 2? Wie der Mangel an Sonnenlicht krank macht und Vitamin D hier helfen kann, ist dann der dritte Teil und der vierte Teil des Vortrags. Das sind die vier Teile des Vortrags. Also, ist Sonnenschein entscheidend für unser gesundheitliches Schicksal? Was wissen wir denn über den Typ 1? Ja, es gibt immer mehr Kinder, das kann man feststellen, Kinder, die an Typ 1 Diabetes erkranken, aber auch Erwachsene, dann heißt es eine Autoimmunerkrankung und dann enden schon die Erklärungen. Wir haben hier eine Studie von 2003, also gar nicht mal so neu. Damals wurde schon klar, wo hier die Risiken liegen. Und zwar sehen wir hier eine Zeitachse beginnend von 1975. Wir sehen die Studie, was die Studie besagt, dass das Körpergewicht das Risiko steigert. Also auf der rechten Seite Dinge, die das Risiko steigern. CM, das ist das Cow Milk, also die Kuhmilch, die steigert das Risiko, das ist immer wieder festgestellt worden, und Körpergewicht. Also wenn schwere, dicke Kinder viel Milch trinken, dann haben sie ein erhöhtes Risiko. Und hier sehen wir auf der anderen Seite, was das Risiko senkt, was Studien festgestellt haben. Fischöl, Vitamin D, Vitamin D, Vitamin D und Fischöl. Das sind immer die Faktoren in der Ernährung, die das Risiko gesenkt haben. Also hier haben wir schon epidemiologisch einen Hinweis. Eine weitere Studie zeigt hier, dass je mehr Milch getrunken wurde in einem Land, umso mehr Fälle gibt es von Typ 1 Diabetes. Also am meisten Milch wird hier pro Kopf in Finnland getrunken und die haben die höchsten Zahlen von Erkrankungen. Andere skandinavische Länder sind auch mit dabei. Die haben im Übrigen auch oft, also natürlich in Skandinavien, wenig Sonnenschein. Die geringste Milchtrinkerei in Japan und hier ist auch der geringste Anteil von Typ 1 Diabetes. Führt ein Mangel an Vitamin D zu Typ 1? Nun, das zeigt hier die Studie von Frau Hyppönen, die aus Finnland stammt. Sie hat geschaut, wie viel Vitamin D wurde gegeben den finnischen Kindern. Man hat früher mal 4.500 Einheiten gegeben, dann 2.000. Es geht also immer weiter runter und die Erkrankungsrate ist schlagartig höher gegangen in dem Moment, wo man den Kindern das Vitamin D entzogen hat. Das ist auch in dieser Studie festgestellt worden, die im Lancet erschienen ist. Und zwar hat man da gesehen, dass das Risiko unter einer guten Substitution von 2000 oder mehr Einheiten im Griff war und dass eine schlechte Versorgung ein 7-mal größeres Risiko mit sich gebracht hat. Ja, die Gefahr ist 7-mal größer für Typ 1 Diabetes, wenn kein Vitamin D gegeben wird. In England beispielsweise ist es selbstverständlich, dass Kinder die ersten 10 Lebensjahre Vitamin D bekommen. In Deutschland leider Gottes nicht. Die Intervention mit Vitamin D schützt vor Diabetes und hier haben verschiedene Studien das Risiko aufgezeigt. Hier ist das Risiko 1, also normales Standardrisiko, und abgesenktes Risiko ist immer dann, wenn
dieses Quadrat nach links verschoben ist, sodass wir in den verschiedensten Studien immer durch eine Intervention ein abgesenktes Risiko haben. Also das, was ich hier fordere, Vitamin D für alle Kinder, das wird hier durch verschiedenste Studien belegt. Und die Größe der Studien ist mit der Größe des Quadrates ausgedrückt. Und in der Summe aller Studien combined haben wir eben hier eine Risikoabsenkung, die deutlich unter die 1 geht. Dann sollte man es auch geben. Norwegen 2012. Wir haben Typ 1 Diabetes dann, wenn Vitamin D fehlt. Und zwar beziehen wir uns hier auf die Schwangerschaft. Weniger Typ 1 bei Kindern, wenn die Schwangeren einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hatten, hier 21 Nanogramm, dann war das Risiko hoch und das Risiko war niedrig, wenn die Schwangere einen hohen Vitamin-D-Spiegel hat. Also die roten Säulen beziehen sich auf Kinder, die den Typ 1 Diabetes bekommen haben. Es hängt schon damit zusammen, dass die Schwangeren nicht richtig mit Vitamin D versorgt wurden. Im Vergleich die blauen Zahlen, wenn die Kinder gesund sind. Die Ursache für Typ 1 Diabetes nach meiner Auffassung eine Allergie gegen Kuhmilch, die dann in einer Kreuzreaktion die Inselzellen zerstört und das dann besonders auftritt, wenn das antiallergische Vitamin D in der Embryonalzeit und in der Kindheit fehlt. Also nicht Kuhmilch das ganze Leben und auch nicht die Behauptung, dass man genügend Vitamin D auch im Winter bekäme. Das kann man alles widerlegen. Warum gibt es öfter den Typ 2 Diabetes? Wir wissen immer wieder, wird es in den Nachrichten gebracht, immer mehr Diabetiker. Das Gewicht soll eine Rolle spielen. Nun schauen wir uns eine natürliche Situation an. Diese Indianer Nordamerikas als Nomaden waren leicht bekleidet in der Sonne unterwegs, große Gehstrecken, viel Sonnenschein, hoher Vitamin-D-Spiegel und da überlebten die energiesparenden Typ-2-Diabetiker, denn der Diabetiker hat Eigenschaften in seiner Genetik, die dazu führen, dass er relativ wenig Energie braucht. Er ist also sehr sparsam mit dem Umgang mit Glucose, lässt es nach einer langen Wanderung übrig für das Gehirn. Das heißt, Diabetiker haben eine besondere Begabung, sie sind Hochbegabte in Sachen Sparsamkeit, so wie ein Auto eben sparsam ist und wenig verbraucht. Und wenn diese Indianer Nordamerikas jetzt nur mal mit dem Chevrolet zum Supermarkt fahren und zurück, dann nehmen sie sehr stark zu. Der Organismus, der das Energiesparen gelernt hat, kann in Ruhezeiten schnell Fettreserven bilden. Das heißt, allen Diabetikern sei gesagt, erkenne deine Indianernatur. Du hast halt diesen Sparmechanismus. Das ist kein genetischer Schaden, wie man es uns immer wieder weismachen will, der irgendwie durch geheimnisvolle Medizin behoben werden muss, sondern es handelt sich im Prinzip um eine Höherqualifikation für spärliche Ernährung. Was passiert eigentlich? Die Nährstoffe sind wie Pakete in der Zustellung und diese Zustellung muss dann beim Kunden ankommen. Hier geht das Essen durch die Blutbahn in Form von Zucker und will dann in die Zellen hinein. Und die Aufnahme hier in den Zellen, das ist dann der Schlüssel Sport und Bewegung. Also wenn man viel Bewegung hat, dann geht der Zucker in die Zellen hinein und verschwindet aus der Blutbahn. Denn hohe Zuckerkrankheit bedeutet ja Zucker im Blutkrankheit. So müsste man es genau sagen. Zucker als solches ist ja nicht schlimm. Wer wird mir die Tür öffnen, fragt sich dieser Mann. Und wenn jemand die Tür geöffnet hat und das Paket erfolgreich angenommen wird, dann ist die Welt in Ordnung. Wenn aber der Zucker vagabundiert, muss er vom Bauch aufgenommen werden, lagert sich in die Leber ein, macht erhöhte Leberwerte und wird so in Fett umgesetzt. Die Bauchspeicheldrüse muss in der Lage sein, dieses Ganze zu schaukeln und zu bewältigen und ist als Zugpferd einfach zu schwach, wenn ein Übergewicht von Fett da ist.
die Bauchspeicheldrüse wird durch Übergewicht außer Kraft gesetzt. Das soll dieses Bild zeigen. Das Schloss verrostet und lässt sich nicht mehr richtig öffnen. Und das ist genau hier dieses Bild. Die Zellen sind zu. Glucose vagabundiert herum und die Pakete werden nicht zugestellt. Die Verweigerung der Annahme führt zu einer erhöhten Zirkulation von Glucose. Das heißt, in den Straßen des Körpers sind riesige Mengen von Zucker unterwegs. Insulin von außen kann natürlich die Türen öffnen. Das ist hier eine Methode, die noch einigermaßen natürlich ist. Ist der Mangel an Vitamin D ein Risikofaktor für die Zuckerkrankheit? Nun, wir haben hier eine Studie des Robert-Koch-Institutes, wo wir eben sehen, dass insulinbehandelte Diabetiker sehr schlechte Vitamin-D-Werte haben. In den vier Gruppen, genannt Quartilen, mit hohem und niedrigem Vitamin-D-Spiegel, bilden sich hier die Masse aus von Leuten, die schlechte Vitamin-D-Spiegel haben. Hier ist also schon eine Verknüpfung. Eine Verknüpfung mit dem Viertel der schlechtesten Vitamin-D-Spiegel tritt auch bei anderen Erkrankungen ein. Blutdruck und andere Formen von Zuckerkrankheiten. Wir haben 6-mal mehr Diabetiker in der Gruppe des niedrigsten Vitamin D und in den Leuten, die die besten Vitamin D-Werte haben, da sind wenig Diabetiker, 6-faches Risiko. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Verknüpfung gegeben. Eine Studie aus Maryland, USA, bei Schwangeren zeigte, dass die Zuckerkrankheit dann auftrat, wenn Übergewicht da war. Dann hatten wir ein doppeltes, 200%iges Risiko. Aber auch trat diese Zuckerkrankheit bei Schwangeren ein, bei Vitamin-D-Mangel. Und beides zugleich führte zu einer Risikoaddition in Richtung 490%. Das heißt, das Risiko für Diabetes steigt nicht nur bei Übergewicht, sondern auch bei Vitamin-D-Mangel. Und wenn den Schwangeren gesagt wird, reduzieren Sie bitte Ihr Gewicht, nehmen Sie ab, wenn Sie denn übergewichtig sind, dann ist das der schwierigere Teil. Viel einfacher wäre es hier einfach mal den Vitamin-D-Mangel zu bestimmen und hier Vitamin-D zu geben. Und das ist auch der beste und erste Weg, denn wenn Vitamin-D erstmal im Körper ist, dann kann man auch wieder den Körper belasten und wird nicht sofort nach 5 Minuten Sport ermüdet. Die Ursache für Typ 2 Diabetes. Natürlich ist es Bewegungsmangel, weil Sport dazu dient, die Zellen zu öffnen. Es ist das Übergewicht, was die Bauchspeicheldrüse außer Kraft setzt. Es ist aber auch der Sonnenlichtmangel und der Vitamin-D-Mangel. Und hier haben wir einen hervorragenden Ansatzpunkt zur Behandlung. Vitamin-D-Mangel macht krank. Zunächst mal ein Einblick. Hier sind Laborzettel aus meiner Praxis. Hier sehen wir Vitamin D nur 8 oder 11. Der Wert könnte ja 70 bis 100 sein. Wir haben hier bei den verschiedenen Mitgliedern einer Familie alles Werte um die 10. Hier ist sogar der Vater. Der hat gar keinen, der ist nämlich immer auf der Arbeit. Der hat zu wenig Urlaub gehabt. Und eine Studie aus Deutschland 2007 fragt, wie viele Leute sind denn im krassen Mangel unter 12. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Wissenschaftler, der eben da behauptet, dass das noch irgendwie tolerabel oder erträglich wäre. Und wir sehen, dass in den verschiedensten Altersstufen mindestens 28% dieser Mangelgruppe drin liegen und bei den Älteren 50%. Also der Mangel ist sehr groß verbreitet. Es ist eine Pandemie. Und bei den verschiedensten Berufen, ob jetzt Friseuren, Bankangestellte, Heimpflege, Pflegedienst, alles Menschen, die hier diesem Mangel nicht entziehen können, weil sie eben der Illusion geglaubt haben, dass 10 Minuten im Winter draußen unter trübem Himmel hier schon alles richten wird. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zeigt Ihnen in dieser Tafel, dass also Vitamin D sowohl Männern als auch Frauen fehlt. Ein großes Problem.
gibt es mehr Blutdruckprobleme, wenn der Vitamin D-Spiegel schlecht ist, natürlich. Auch hier haben wir wieder in der Gruppe, also in dem Viertel der Bevölkerung mit dem niedrigsten Vitamin D, sehr viel mehr Blutdruckpatienten. Leute mit einem guten Vitamin D-Spiegel haben das deutlich weniger. Das zeigen diese Studien vom Robert Koch. Ja, es gibt mehr Blutdruckprobleme bei einem Vitamin D-Mangel. Gibt es denn auch mehr Herzprobleme? Nun, Professor Zittermann hat das erforscht und gezeigt, dass also die größte Problematik ist für Leute mit einem schlechten Vitamin D-Spiegel, und zwar sowohl beim aktiven als auch beim passiven Vitamin D. Hier haben wir eine Studie, die ebenfalls von Professor Zittermann stammt. Wir sehen hier, dass die Sterblichkeit besonders stark ansteigt im Laufe hier eines Jahres. Über 300 Tage steigt die Sterblichkeit an, wenn das aktive Vitamin D gering ist. Wenn das aktive Vitamin D aber größer als 25 ist, dann bleiben die Menschen mit Herzkrankheit am Leben. Und das aktive Vitamin D, daran kommen wir, wenn wir erstens einen guten Vitamin D-Spiegel haben und zweitens, also Licht und Sonnenschein, Jogging am Strand. Das geht natürlich nur bedingt, aber auf jeden Fall sollte man schon mal den Vitamin D-Spiegel auf ein normales Maß anheben. Eine ähnliche Studie finden wir hier in den USA, dass eben der gute Vitaminspiegel über 40, der schützt. Die Sterblichkeit ist nicht so krass wie bei der Gruppe, die hier nur einen Vitaminspiegel von 17 hat. Das ist hier ein Unterschied. Bessere Herzmuskelfunktion bei höherem Vitamin D-Spiegel wurde auch in Neuseeland bestätigt. Wir haben bei steigenden Vitaminspiegeln signifikant weniger Schäden der Herzkranzarterien. Das ist hier die Cardiovascular Disease. Da geht das Risiko von 16 auf 5 herunter. Die Zahl der Koronarpatienten ist in der Gruppe mit dem niedrigsten Vitamin D-Spiegel und umgekehrt. Ja, mehr Herzprobleme bei Vitamin D-Mangel. Und wie ist es bei Problemen mit den Füßen? Nun, dieser Patient hatte Diabetes und der Fuß war eingebrochen und der hat ihm geschmerzt und es hieß immer, ja, Diabetiker, der einen Fußgang hat, hat einen diabetischen Fuß. Das war allerdings falsch. Er hatte auch nicht einen Charcot-Fuß, denn die Nervenuntersuchung war völlig in Ordnung. Er hatte einfach nur eine schwere Osteoporose und einen ganz miesen Vitamin D-Spiegel und nach 6 Monaten ist das dann komplett unter Vitamin D ausgeheilt. Der ist wieder rumgelaufen. Also wird oft fehlgedeutet, wenn man einmal eine Krankheit hat, nämlich Diabetes, wird alles in diesen Topf hineingeschmissen, lassen sich da nicht irre machen. Vitamin D-Spiegel muss gemessen und nötigenfalls separat behandelt werden. Wie kann Vitamin D denn helfen? Nun, beim Typ 1 Diabetes sehen wir in diesem Beispiel, dass der HbA1c deutlich runtersinkt von 9 auf 8 innerhalb kurzer Zeit. Wir sehen auch, dass die Knochenenzyme alkalische Phosphatase zurückgehen als Zeichen der Heilung. Wir sehen, dass hier HbA1c im Verlauf immer weiter absinkt und hier ein erneuter Fall, wo Knochenenzyme heruntergehen. Leberwerte gehen herunter als Zeichen der verringerten Leberbelastung durch Stoffwechselprodukte und der Nierenwert bessert sich sogar tendenziell. Also dann wird die Niere Schaden nehmen, habe ich in 10 Jahren der Vitamin D-Therapie in keinem einzigen Fall gesehen. Das ist ein Märchen, mit dem man versucht, die Menschen um einen guten Vitamin D-Spiegel herumzubringen. Sonnenschein hat biologische Wirkung. Wer würde das bezweifeln, wenn wir in die Natur schauen? Vitamin D natürlich auch, denn das ist praktisch das Kennzeichen eines guten Sonnenscheins. Jetzt will ich 12 Fragen zur Vitamin-D-Kur beantworten, ob die Risiken tatsächlich sinken. Nun, wir haben hier Carol Bagley von dieser Organisation und die hat schon früh hier für einen Vitamin-D-Spiegel im Bereich 40 bis 60 geworben
Und sie hat ihre Patienten aus der D-Action-Studie, das ist ja von ihr initiiert, sehen, die haben ein geringes Risiko von 0,9 erkrankten Diabetikern innerhalb des Zeitraums, und in einer Vergleichspopulation waren es aber 8,5 Diabetiker. Das heißt, die Menschen, die sich dem Diabetesgedanken angeschlossen haben, hatten dann deutlich weniger Zuckerkrankheit. Also Sie und ich, wir möchten alle in dieser Gruppe sein, und dann muss man eben Vitamin D nehmen. Wie hoch soll der Blutfett, soll der Blutwert sein von Vitamin D? Hier hat man in Laramie, USA, also südlicher als bei uns, Leute genommen, die gar kein Vitamin D genommen haben, Athleten, die einfach draußen rumgesprungen sind, die hatten dann Spiegel von 40 bis 60. Das ist das natürliche Maß. In der Spitze wurden sogar hier Werte 80, 85 erreicht. Das ist das natürliche Maß, was wir eben hier in Deutschland nicht kriegen, weil wir zu weit nördlich sind. Diese Organisation Russian Grassroots Health, die Graswurzelgesundheit, empfiehlt hier Spiegel von 40 bis 60 auf Dauer. Und das ist ein Komitee, was global, international besetzt ist. Und hier sind viele unabhängige Organisationen, wir sind hier auch genannt, die das empfehlen. Vitamin D kann man messen. Wir müssen von dem schweren winterlichen Mangel über sonnige Werte bis auf tropische Normalwerte, und dann haben wir dem Körper auch das Optimum. Wie viele Einheiten Vitamin D sind nötig? Nun, es wird oft gesagt, ernähren Sie sich gesund, Obst und Gemüse. Das reicht. Völliger Blödsinn, denn hier sehen wir überhaupt kein Vitamin D. Wir können noch so bunt und so gemüsig essen, da ist kein Vitamin D enthalten. Ausnahme wird Avocado genannt. Ja, da sind kleine Vitamin D-Mengen drin. Das reicht aber nicht, um den Bedarf zu decken. Auch in Milch ist nur ganz wenig. Wir müssten also vergleichsweise 5 Liter trinken, um eine Dosis von geringen 2000 Einheiten zu erreichen. Und auch die Fruchtzwerge, wo teilweise behauptet wurde, mit Vitamin D, da müsste man einem Kind 2 Liter von geben. Es ist nämlich keine Anreicherung von Vitamin D-Nahrungsmitteln erlaubt in Deutschland, blöderweise. In anderen Ländern geht das, sodass also das, was hier drin ist, genauso gering ist wie in der übrigen. Eier enthalten Vitamin D, weil die Hühner mit Vitamin D befüttert werden, damit die Schalen nicht durchbrechen. Aber auch hier müssen sie 30 Eier essen, um an 2000 Einheiten zu kommen. Also viel zu wenig. Lachs wird nur spärlich mit Vitamin D-Tabletten gefüttert. Das ist ja meist Zuchtlachs. Enthält also pro Portion auch nur 500 Einheiten. Also sie können nicht täglich 2 solche Teller futtern. Also die eigentlichen Quellen, das ist neben Ei und Lachs, wo es in geringsten Mengen da drin ist, ein richtig schöner Urlaub mit Sonnenschein, ohne Sonnencreme, Kapseln oder das Solarium. Und ein Urlaub kostet 50 Euro pro Tag. Und so eine Kapsel, die ist halt für ein paar Cent zu erhalten, das ist dann deutlich billiger, nicht ganz so schön. Machen Sie am besten das eine und das andere jedes zu seiner Zeit. Wie viel Vitamin D darf eine Schwangere bekommen? Dieser Frage hat sich Bruce Hollis gestellt, und er hat den einen 400 gegeben. Die kamen in den USA, wo natürlich viel, viel Sonnenschein ist. Das ist alles. New York ist schon die Höhe von Neapel, also alles italienische Verhältnisse. Haben dann immerhin 30 Nanogramm bekommen, das würden sie in Deutschland nicht messen. Bei 2000 kann man auf 42, bei 4000 kommen die auf 47. Also 4000 pro Tag. Er hat dann später sogar 6000 empfohlen. Also 4000 ist das Minimum, um hier über diese rote Linie drüber zu kommen. Das schaffen sie nicht mit 400, das sind die schwarzen Säulen, und auch nicht mit 2000. 4000 braucht man. Das ist eine normale Erwachsenendosis. Baby von mir aus 1000, aber Schwangere 4000. Geht es hier um Pharmaprofite? Also ob hier irgendwas verkauft werden soll. Ich sag mal, eine Studie von Grant und Freunden hat hier gezeigt, wenn man 1 Euro in Vitamin D investiert, dann bekommt man 18 Euro an Krankheitskosten erspart. Das heißt, hier wird
18 Euro Umsatz in der Pharmaindustrie im Grunde weggepustet, weil man gesund bleibt. Also es ist kein Geschäft für die Pharmaindustrie, wenn die Menschen einen einfachen, simplen und natürlichen Ausweg finden. Wie lange darf ich in die Sonne? Nun, das hängt vom Hauttyp ab. Hier ist es mal für die Nation den typischen Hauttyp dargestellt, wobei das natürlich im Einzelfall ganz anders sein kann. Es gibt 6 Hauttypen und merken sich die Zifferblattregel, die auch unter diesem Stichwort auf meinen Internetseiten nochmal genauer aufgeführt ist. Sie wissen, wo die Uhrzeit die 3 hat. Wenn Sie Typ 3 haben, dann dürfen Sie 15 Minuten ohne Sonnencreme in die Sonne unter tropischen oder Mittelmeerverhältnissen 15 Minuten Bauch, 15 Minuten Rückenseite. Das wäre so ein Mittelwert. Warum haben wir diesen Mangel? Nun, wir sind in Deutschland auf dem 50. Breitengrad und wenn wir mal auf die Südhalbkugel gucken, da kommen wir hier schon nach Patagonien, Galapagos, Falklandinseln so. Und da scheint wenig Sonne und das ist auch in anderen Zonen der Erde so. Wir haben hier zu wenig Sonnenschein und selbst wenn wir die Mittelmeersonne haben, dann wird die durch Kleidung, Sonnencreme, Altershaut blockiert. Also es gibt viele Möglichkeiten, die zwischen der Sonne und der Haut Hindernisse bilden können und dadurch eine Vitamin-D-Bildung verhindern können. Wenn wir in der Freizeit im Sommer in die Sonne hineingehen, dann ist das meistens so mittags, 12, 1 Uhr. Und hier sehen wir die Sonnenkurven in Deutschland. Und wir sehen gerade in der Mittagszeit kommt eine Quellbewölkung auf, die Mittagswolke. Und immer da, wo der weiße Pfeil steht, da haben wir eben frei. Und da haben wir eben nicht die Sonne, die wir eigentlich haben möchten. Das heißt, am Vormittag, wenn wir zur Arbeit gehen, sehen wir, dass die Sonne überall scheint. Ah, es wird ein schöner Tag und haben wir mittags frei, dann ist eine Quellwolke da. Und die blockiert natürlich auch die Strahlen. Wie ist es mit der Sonnenbank? Nun, wir sehen hier, dass die Benutzung der Sonnenbank den Vitamin-D-Spiegel ansteigen lässt. Es kommt erst zu einer Anflutung und dann flaut es über ein paar Tage hin ab. Es verteilt sich in den Körper. Wenn wir mit Sonnencreme auf das Solarium gehen, das ist hier die schwarze Kurve, dann haben wir praktisch gar keinen Anstieg. Es kommt nicht zu einer nennenswerten Anstieg im Vitamin-D-Spiegel. Vorsicht, Vitamin-D-Mangel durch Sonnencreme. Bewirkt Sonnenbaden Hautkrebs? Nun, das wird als Märchen erzählt, damit man dann hingeht und die ganzen Sonnencremes kauft. Wir schauen hier mal, wie hoch ist das Risiko für Hautkrebs in Bezug auf die verschiedenen Vitamin-D-Spiegel. Also wenn wir hier Leute haben, die ganz nette Werte haben von 30 bis rund 60, so ist da bei diesen Menschen ein geringes Hautkrebsrisiko da, nämlich nur die Hälfte. Diese Leute aber, die überhaupt nicht in die Sonne gehen, die haben Hautkrebs bis zu 100%. Also wer viel Vitamin D im Körper hat, hat das körpereigene Schutzsystem aktiviert und dazu braucht etwas Sonne. Das heißt, wir können durch Sonnenvermeidung das Hautkrebsrisiko nicht rausnehmen und wir setzen uns nicht dem Hautkrebsrisiko aus, wenn wir regelmäßig immer wieder in die Sonne gehen und zwar in der Kombination von Vitamin-D-Einnahme und Sonnenbaden. Schützt Creme vor Hautkrebs? Nun, es gibt hier eine ganze Reihe von Studien. Jeder dieser Säule steht für eine Studie und die zeigen, dass eben sogar ein 3,5-faches Risiko gemessen wurde für Hautkrebs bei Leuten, die sich mit Sonnencreme eingecremt haben. Und andere Studien zeigen doppeltes Risiko. Es sind nur ganz wenige Studien, die das Gegenteil beweisen. Wir können also sagen, im Mittel dieser vielen Studien, die über die Jahrzehnte gemacht wurden, haben wir eine Risikosteigerung für das Melanomrisiko. Und das ist ja der schwarze Hautkrebs, an dem man in kurzer Zeit sterben kann. Also Sonnencreme provoziert schwarzen Hautkrebs. Woran liegt es? Wie ist das zu erklären? Die Menschen unter Sonnencreme haben erstens keinen Vitamin-D-Spiegel. Sie blockieren also natürliche Prozesse in der Haut, nämlich den Vitamin-D-Prozess. Und
sie gehen viel zu lang in die Sonne. Sie sagen, ich war von morgens 9 bis abends 9 immer nur am Strand mit Sonnencreme. Ja, und dann wird natürlich einiges in die Haut hineingeschossen. Die Sonnencreme verhindert zwar die Rötung, sie schaltet das Alarmsystem aus, aber sie verhindert nicht die Strahlenschäden. Das sehen wir an dieser Studie. Ist Sonnencreme problematisch? Ja. Niemand würde Sonnencreme trinken, doch genau das geschieht, wenn sie sich eincremen. Über die Haut wird die Sonnencreme resorbiert, ist im Blut nachweisbar, muss über Leber und Nieren ausgeschieden werden. Es sind aromatische Substanzen, die hervorragend resorbierbar sind. Und wenn die Sonne, die auf der Haut zerbricht, dann hat man sogar Radikale, die dem Körper besonderen Stress machen, in einer Situation, wo ihm Vitamin D fehlt. Also Sonnencreme ist nicht gut für den Menschen. Sonnenbaden ist dann die Lösung. Ja, also wenn Sonnenstrahlen perfekt vermieden werden, wie in diesem Foto, was eher witzig sein soll, dann haben wir hohe Gefahren. Auch dieser Mann verstarb in frühen Jahren Krebs. Mittagssonne kann nicht jeder vertragen. Man nimmt dann einfach für die Kinder beispielsweise nach einer halben oder ganzen Stunde ein bisschen Zinkoxid auf die Arme und Füße, die dann nicht belichtet werden sollen, damit es keine Rötung gibt. Man muss sich an die Zeiten halten. In diesem Café genießen die Leute die Frühjahrssonne, aber letztendlich werden ja nur ganz geringe Flächen belichtet. Hier, er hat das Haupthaar wegrasiert, da ist natürlich die Fläche etwas größer. Der Aufenthalt im Sonnenlicht alleine macht es nicht. Wir müssen auch immer wie beim Solarkollektor die belichtete Fläche sehen. Mittagssonne ist im Winter antidepressiv. Es ist schön, einen Winterspaziergang zu machen, aber die Stärke ist nicht stark, also nicht hoch genug. Vitamin D kann nur dann erzeugt werden, wenn die Haut richtig heiß wird durch die Sonne. Und das haben wir ab 45 Grad Einfallswinkel. Ein typischer Verlauf des Vitamin D-Spiegels ist, dass in Urlaubszeiten der dann ansteigt, wenn keine Sonnencreme benutzt wird, und dann wieder abklingt. Sehr schnell mit einer 20% Verlustrate pro Monat geht es wieder runter. Wir kommen praktisch nicht mehr in diese grünen Zonen hinein. Nun, die Frage umgekehrt, gibt es Gefahren, wenn wir denn Vitamin D geben? Diese sogenannte Hochdosierung. Viele sagen ja, Vitamin D Hochdosierung. Und ich sage, es ist die Dosis, die einen natürlichen Zustand herstellt. Da muss man eben mehr geben als bei einem Baby. Also dieser Referent hat gesagt, 6000 hat er den stillenden Müttern gegeben und hat dann alles nachgeguckt, zum Beispiel Urin-Kalzium-Ausscheidung. Und viele Ärzte sagen ja, dann steigt das Kalzium und sie kriegen Nierensteine und malen da den Teufel an die Wand. Und genau das ist hier bei diesen Schwangeren gemessen worden. Das sind ja die eifrigsten Patienten, die machen jede Untersuchung, die sammeln den Urin Tag für Tag, wochenlang. Und man nein, der das Urin-Kalzium ist nicht angestiegen, das heißt, die haben nicht mehr Kalzium ausgeschieden. Auch in der Gruppe 4000, die grüne Gruppe, ist die Kalziumausscheidung zurückgegangen. Das heißt, steigende Vitamin-D-Spiegel gingen hier sogar mit einer sinkenden Kalziumausscheidung einher. Hier gehen die grünen Werte nach oben. Im Teheran war man ganz mutig. Man hat hier 300.000 Einheiten Vitamin D als Spritze an die Schwangere verabreicht, damit sie aus dieser Lichtverarmung herauskommen. Und wir haben hier eine Kontrollgruppe gehabt, die eben konstante Kalziumspiegel hatte, hier bei 2,3, das ist die Kalziumbasis. Und beim Vitamin D ist eben durch diese Spritze das Kalzium überhaupt nicht angestiegen. Also wenn denn 300.000 Einheiten irgendwas bewirken würden, dann würde der Spiegel ja von 2,2 dann auf 2,8 hochspringen. Das stimmt aber nicht. Der Körper ist so schlau, dass er mit Sonne, Licht und Vitamin D hervorragend umgehen kann und sich dann überhaupt nicht von der Stelle rührt. Kalzium wird nicht gestört. Wo bleibt denn die Aufklärung, wenn diese Sachen alle so eindeutig sind? Nun, Leitungswasser ist gesund und gratis, also da kann man kein Geschäft mitmachen, auch mit Sonnenschein nicht. Und Aufklärungsaktionen gibt es natürlich auf der anderen Seite des Atlantiks. Hier haben wir eine große Organisation, die von vielen Wissenschaftlern unterstützt, diese Spiegel 40 bis 60 fordert und die Menschen auch unterstützt.
hier sind viele Institute, die sich für einen besseren Vitamin-D-Spiegel einsetzen, weil sie jahrelang daran geforscht haben. Nun, was muss ich mir merken nach diesen vier Bereichen, in denen wir über Zuckerkrankheit und Vitamin D gesprochen haben? Die Antworten sind, und das ist die bewegende Botschaft, Vitamin D hilft in der Prävention, das heißt, Schwangere und auch alle anderen kriegen weniger Zuckerkrankheit, wenn der Vitamin D-Spiegel gut ist. Es hilft zur Besserung, das heißt, in der unmittelbaren gegenwärtigen Situation wird der Zucker deutlich besser, weil der Insulinstoffwechsel besser wird. Das ist auch durch gezielte Studien über das Insulin schon nachgewiesen worden. Und in der Langzeitbehandlung gehen auch die Werte runter. Und zwar haben wir Erfolge sowohl beim Typ 1 als auch beim Typ 2 Diabetes. Typ 1 Diabetes kann möglicherweise in der Anfangszeit, wenn er gerade begonnen hat, zurückgedreht werden. Da habe ich schon einige Fälle in der Praxis gehabt, wo eben das Vitamin D einen beginnenden Typ 1 Diabetes zum Stillstand gebracht hat. Und beim Typ 2 Diabetes, erkenne deine Indianernatur, können wir durch eine Kalorienreduktion, Bewegung, Vitamin D hier einiges erreichen. Das ist die Botschaft von dem wichtigsten Gestirn, was auf unserer Erde zu sehen ist, die Sonne. Wir müssen zu der Erkenntnis gelangen, dass es ohne Sonne nicht geht. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.